Gesunde Lebenskraft ist die Voraussetzung für ein erfülltes Leben. Grüezi und herzlich willkommen bei Hochstrassers. Nun, wir haben alle gehört, dass es Viren und Bakterien gibt. Keiner ist davon weggekommen, von diesen Meldungen überall im Internet, überall kursieren sie. Auch wenn der menschliche Körper ein Tempel ist, so unterliegen wir doch gewissen Gesetzmäßigkeiten. Und diese Gesetzmäßigkeiten, die können wir zwar auch verletzen, wir können sie bestimmen, wir können befolgen, aber es hat Konsequenzen. Nun, ich habe mal 7 Punkte aufgeführt, darüber möchte ich mal sprechen. Und wenn wir uns an diese Gesetzmäßigkeiten einigermaßen halten, dann brauchen wir uns nicht mehr zu fürchten vor solchen klitzekleinen Mikroorganismen, dass sie uns etwas anhaben könnten, sondern dann gehen wir stark und stramm durchs Leben und das Leben bietet einem dann auch mehr, obwohl ich der Meinung bin, man sollte nicht nur fragen, was bietet das Leben mir, sondern was kann ich dem Leben bieten, und genau da brauchen wir natürlich eine wunderbare, blühende Gesundheit. Es geht viel leichter damit. Und da fangen wir gleich mal mit dem Punkt 1 an. Der Punkt 1, die Nahrung, das ist etwas, was wir wiederholt täglich 2 bis 5 Mal tun. Und wenn wir hier Fehler begehen, dann summiert sich das. Und wenn sich da das Ganze häuft, dann gibt es garantiert sicher auch Konsequenzen. Nun, zu viel, was wir hier in der zivilisierten Welt gerne tun, gerade daher, dass die Nahrung meistens etwas minderwertig ist, ich denke jetzt hier an die Industrienahrung, das ist genauso schlecht wie zu wenig Nahrung. Da denke ich natürlich an die Menschen, die es nicht schaffen, an genügend Nahrung heranzukommen, und daher ist eine Ausgeglichenheit sehr, sehr wichtig. Warum ernähren wir uns überhaupt? Was würde passieren, wenn wir das nicht hätten? Die Frage ist schnell gelöst, wir würden verhungern. Nun, wenn wir jetzt aber Nahrung zu uns nehmen, dann wollen wir leben. Also was ist die Voraussetzung der Nahrung? Dass wir eben lebendige Nahrung zu uns nehmen. Die lebendige Nahrung, das heißt, die Nahrung sollte noch am Leben sein. Viele Menschen in unserer zivilisierten Welt, die tun das nicht, die kommen an, sei das jetzt thermisch getötete Nahrung, sei das jetzt durch die industrielle Verarbeitung ist die getötet, also das heißt, sie hat diese Lebensenergie nicht mehr drin, und dann, dem sollte man Rechnung tragen. Die Nahrung selber, die ist natürlich auch wieder an Ordnungsgesetze gebunden. Je gesünder die Nahrung, je vitaler die Pflanzen, desto mehr Ordnungskraft besitzen sie. Das heißt, eine konventionell gentechnisch angebaute Nahrung, das kann man sehen. Da hat Walter Denzer ein wunderbares Buch geschrieben, und die haben im Vision Lab sichtbar machen können, wie die strukturelle Ordnung der Pflanzen ist, und das ist ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Auch der Unterschied zwischen den konventionell angebauten Pflanzen und den biologisch angebauten Pflanzen. Also da ist wichtig, dass man Pflanzen auswählt, die man zu seiner Nahrung nimmt, die möglichst im biologischen Anbau angebaut sind, zwischendurch auch mal Wildpflanzen, Wildkräuter und so weiter, die haben eben die höchste Ordnungskraft und natürlich auch eine unheimliche Widerstandskraft. Der Punkt 2, den ich ansprechen möchte, das betrifft das Wasser. Wir sind beinahe zu 2/3 aus Wasser. Jeder Mensch, der ist mit Blut durchflossen, der hat eine Lymphflüssigkeit in sich drin, und die muss zirkulieren, die muss gesund sein, und die muss im basischen Zustand sein, weil wenn das nicht der Fall ist, dann gehen wir in einen Säurenzustand, und da sind wir anfällig für Viren, Bakterien, Pilze und so weiter. Also das Blut, das muss einen pH-Wert zwischen 7,43
und 7,45 enthalten. Also das ist über dem neutralen Bereich, das ist schon im alkalischen Bereich. Und das Blut, das muss sich puffern. Also müssen wir schauen, dass wir in diesem Bereich liegen. Wo finden wir denn das beste Wasser? Das beste Wasser finden wir in lebendigen Pflanzen. Erst danach kommt Quellwasser und so weiter. Das kommt weiter hinten. Also wenn wir zum Beispiel die Nahrung, ohne dass wir die jetzt hitzebehandelt zu uns nehmen, das heißt im kolloidalen Zustand, dann haben wir das beste Wasser, weil das enthält schon die Lebensinformation, das hat die hydrostatische Ladung hinter sich, das heißt, es ist nach oben geflossen entgegen der Schwerkraft. Es enthält die Informationen, die eine Pflanze braucht, um überhaupt lebendig gedeihen zu können. Das ist schon vorbereitetes Wasser, mit dem wir etwas anfangen können. Natürlich müssen wir die fehlende Menge mit Trinkwasser dann ergänzen, das ist ganz klar. Je nachdem, was wir dann eben tun, benötigen wir mehr oder halt eben weniger Wasser. Nun, dieses Wasser, was ist der kolloidale Zustand? Der kolloidale Zustand in einem Wasser bedeutet, das Wasser ist in der Lage, die Stoffe, wo das Wasser als Trägerfunktion, also Trägermedium fungiert, die dürfen nicht aufrahmen und die sollten nicht absinken. Das können Sie selber mal schauen, wenn Sie jetzt Wasser zum Beispiel aus dem Wasserhahn nehmen, in einen Topf Wasser, in einen Topf das Wasser hineingießen, danach nehmen Sie einen zweiten Topf und lassen wiederum Wasser hineingießen, den einen kochen Sie auf, den anderen nicht. Und dann schaut man mal am nächsten Tag in diesen Topf hinein, dann wird man sehen, das Wasser, das nicht aufgekocht wurde, das ist immer noch im kolloidalen Zustand. Das Wasser, das aufgekocht wurde, da kann man sehen, da hat es einen Film oben auf der Oberfläche und man kann sehen, da ist etwas Weißes abgesunken, also was schwerer ist als das spezifische Gewicht des Wassers, das sinkt ab und was leichter ist als das spezifische Gewicht, das rammt auf. Nun, unsere Körpersäfte, die sind darauf angewiesen, dass die im kolloidalen Zustand sind. Daher ist es sehr wichtig, möglichst wenig gekochte Flüssigkeit und möglichst viel eben im kolloidalen Zustand zu sich nehmen. Wasser, das füllt natürlich das Bedürfnis an Flüssigkeit auf. Wenn ein Mensch Durst hat, ja, dann sollte er trinken. Und dadurch, dass wir Flüssigkeit verlieren, laufend, sei das über die Ausdünstung, über die Haut, sei das über den Urin oder was immer, oder halt auch über den Atem, da sind wir dann schon beim Punkt 3, da verlieren wir Wasser und müssen das wieder auffüllen, und zwar mit reinstem Wasser. Also das heißt nicht unbedingt jetzt mit Kaffee oder Schnaps oder sonst irgendetwas, weil damit hat der Körper wiederum seine Mühe und das kann man nicht unbedingt als Flüssigkeitsauffüller betrachten. Gerade zum Beispiel Getränke mit Koffein, seien das Kaffee, seien das Tee, sei das Kakao, oder auch die neuen Energiegetränke. Diese Energiegetränke, die enthalten sehr, sehr viel Koffein und das Koffein, das greift unsere Nerven an. Darüber mache ich dann mal eine einzelne Aufnahme über das Koffein. Das sollte man möglichst vermeiden. So, nun kommen wir eben zum Atmen. Der Atem, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also wir können ca. 30 Tage ohne feste Nahrung sein, ohne dass wir einen bleibenden Schaden davontragen. Wir können etwa 3 Tage ohne Wasser sein, ohne dass wir einen bleibenden Schaden mit uns nehmen. Aber wir können nur etwa 3 bis 5 Minuten ohne Atem sein, ohne bleibenden Schaden. Und da sehen wir mal die Wichtigkeit unseres Atmens. Ich sage immer wieder, dass man mindestens einmal im Tag außer Atem kommen sollte, sei das dadurch, dass man jetzt irgendeine körperliche Tätigkeit macht, sei das, dass man
statt gehen mal rennen tut, sei das, dass man statt den Lift eben die Treppe hochrennt und oben mal so richtig durchatmen muss, denn darauf ist unsere Lunge angewiesen. Wenn wir nie tief einatmen und nie gut ausatmen, dann werden nie alle Alveolen, das sind diese Lungenbläschen, beansprucht und können auch ihre Tätigkeit nicht mehr vollumfänglich ausüben, denn diese Elastizität unserer Lunge, die ist eminent wichtig. Und da muss ein kontinuierlicher Gasaustausch von der Lunge ins Blut, vom Blut in die Lunge vonstatten gehen. Und wenn das nicht funktioniert und wenn das nicht richtig hinhaut, dann haben wir echt ein Problem. Und zwar ist das sehr, sehr schnell bemerkbar, wenn der Atem nicht mehr wirklich funktioniert und das Blut nicht mehr gesättigt ist, dann sieht es nicht mehr ganz so ideal aus. Als ich da meinen Fuß operiert habe, den ich da beim Motocross gebrochen habe, da habe ich angeschlossen gewesen an die Gerätschaften und da habe ich gesehen, wie leicht man eben die Sättigung des Blutes, ich habe damit ein bisschen gespielt mit diesen Instrumenten und da habe ich gesehen, wie man diese Sättigung des Blutes beeinflussen kann. Man kann auch die Herzfrequenz damit beeinflussen und da ist dieser Atem ein sehr, sehr wichtiges Medium. Auch das Atmen, damit kann man die nervliche Struktur beeinflussen. Also wenn Sie mal irgendwo nervös sind, weil Sie jetzt vor, sei es jetzt vor einer Kamera stehen oder so etwas, dann atmen Sie mal richtig gut durch. Und zwar tief einatmen, gut ausatmen, aber möglichst langsam. Und dann sehen Sie mal, wie schnell man da wieder nach unten kommt. Also der Atem, der ist auf das Seelenkleid und auf das Körperkleid ein sehr, sehr wichtiges Medium. Nun gehen wir mal einen Schritt weiter zu Punkt 4. Ich habe da Umwelteinflüsse notiert. Die Umwelteinflüsse, die sind eminent wichtig für unsere Gesundheit. Und zwar ist es wichtig, dass wir unsere Haut eben unseren Umwelteinflüssen, sei das die Sonne, der Wind, das Wasser, Wärme, Kälte exponieren. Das Experiment kann jeder selber für sich tun. Also es ist meines Erachtens extrem wichtig, dass man die Sonne auf die bloße Haut scheinen lässt. Dadurch wird über die Haut Vitamin D produziert. Vitamin D ist wiederum wichtig, dass wir genügend Vitamin B12 umsetzen können. Und überhaupt auch für die Widerstandsfähigkeit. Also die Sonne hat einen unheimlich positiven und belebenden Einfluss auf unseren Körper über die Haut, über die direkte Sonnenbestrahlung. Nun wird der eine oder der andere sagen, aber halt, die Sonne ist ja gefährlich. Nun, das haben uns die Medien beigebracht, das entspricht aber nicht wirklich der Wahrheit, denn wenn das wahr wäre, dann müsste ich schon längst Hautkrebs bekommen haben. Das ist nicht so, warum ich verwende nie eine Hautcreme, eine Sonnencreme, ein Licht- oder Sonnenschutzfaktor und so weiter. Wenn man die Haut sorgfältig an die Sonne gewöhnt, dann brauchen wir das nicht. Wäre das wirklich wahr, dass die Sonne zum Beispiel Hautkrebs produzieren würde oder verursachen würde, dann wären die Menschen, je näher man dem Äquator kommt, hätten natürlich dann höhere Hautkrebsrate als die Menschen, die im Norden leben. Das Gegenteil aber ist der Fall. Also die Sonne auf der Haut ist ein unheimlich wichtiger Punkt und das sollte man sorgfältig, aber möglichst oft tun. Man sieht sowieso gesünder aus, wenn man eine braune, sonnenbestrahlte Haut hat. Man fühlt sich besser. Und dann haben wir zum Beispiel auch der Wind. Wenn der Wind auf die Haut kommt, dann gibt es dieses feine Streicheln. Darüber gibt die Haut Informationen an alle Organe im Körper drin ab und das ist sehr wichtig. Und vor allem kühl, warm, diese Unterschiede von kalt, warm,
was ja auch der Wind macht, also die Sonne scheint auf den Körper, dann geht sie hinter die Wolke, dann kommt ein kühler Windstoß, plötzlich fängt es vielleicht noch an zu regnen. Und diese Unterschiede auf der Haut, die geben stärkende Informationen ab an die inneren Organe und die werden natürlich widerstandsfähiger, die werden leistungsfähiger. Also das ist ein Punkt, den man nicht zu unterschätzen hat. Auch sind wir natürlich in der zivilisierten Welt sehr mit der Bekleidung beschäftigt. Also die meisten Menschen sind überbekleidet, also unterbekleidet. Aber das kann man ja hier und da auch in die Wege leiten, dass man den Körper halt an die Sonne und eben diese Umwelteinflüsse bringt. Zum Beispiel am Morgen, wenn man am Morgen unter der Dusche steht und sich noch zwei Momente Zeit nimmt, also ich kann sehr gut unter der Dusche meine Gedanken bündeln, auch eine kurze Meditation liegt dabei drin, dass man zum Beispiel das Wasser segnet, das jetzt vom über einen fließt, und zwar hinaus in die ganze Welt hinaus, so dass sich das Wasser damit ansteckt. Und wenn ich mir das so vorgestellt habe und unter der warmen Dusche stehe und jetzt fokussiere ich und stelle mir vor, wie dieses Licht und dieser Segen über die ganze Erde geht, mit dem Wasser in jede Pflanze, in jedes Lebewesen hinein, dann drehe ich den Hahn nach ganz kalt und bleibe unten stehen. Ui, aber das gibt dann Emotionen und mit diesen Emotionen kann man noch ein bisschen Nachdruck schaffen. Und damit hat man natürlich dann mehrere Punkte auf einmal. Der Körper reagiert, der Atem, der fängt unbedingt an zu arbeiten. Das können Sie mal so tun und gucken Sie, Sie werden das nicht durchstehen, ohne dass Sie so richtig tiefe Atemzüge nehmen. Das ist noch wichtig. Ja? Und danach geht auch die ganze Bewegung leichter, weil der Körper ist belebt. Und da sind wir schon bei der Bewegung. Der Körper, der hat ja laufend und immer da eine Schwerkraft zu überwinden. Also wenn ich den Arm hebe, dann hat mein Schultermuskel gerade die Schwerkraft überwunden. Dafür haben wir Knochen, dafür haben wir Muskeln, dafür haben wir Bindegewebe. Und genau das muss gefordert werden. Wenn wir das nicht fordern und fördern, dann verkümmert es. Daher sind wir auch hier in der zivilisierten Welt, gerade Menschen, die eine Büroarbeit haben, die täglich mehrere Stunden sitzen, ohne dass sie ein Gegenüber haben, also mit Bewegung, die müssen sehr gut aufpassen, dass sie die nötige Bewegung, die nötige Fitness erhalten. Wir haben uns natürlich viel körperliche Tätigkeit wegrationalisiert. Früher haben die da von Hand das Heu auf den Wagen gegeben, sie haben von Hand gemäht, sie sind hinter den Pferden nachgegangen, um den Acker zu pflügen und so weiter. Diese Menschen, die haben unheimlich viel Bewegung gehabt und ich weiß noch, mein Vater, mein Großvater, das sind Menschen gewesen mit sehr viel Kraft. Ich weiß noch, ich habe diese Männer gesehen mit 100 Kilo Getreide auf dem Rücken, drei Treppen hochzusteigen, hoch auf die, auf den sogenannten Estrich. Und heute darf man kaum mehr über einen Sack von 25 Kilo auf sich nehmen, weil man sonst einen Rückenschaden davon tragen könnte. Das ist dann schon eher bedenklich, das zeugt davon, dass wir untertrainiert sind. Und dieses Training, das sollte unter keinen Umständen Überforderung sein, das sollte den Gegebenheiten angepasst, also das meint jetzt nicht, dass jemand untrainiert hingeht, einen Sack Getreide mit 100 Kilo einfach jetzt anfängt, die Treppe hoch zu tragen. Nein, ich meine hiermit, dass man sich da eben den Gegebenheiten und der Vitalität, die man im Moment gerade mit sich bringt, eben anpasst. Und da fängt man sehr leicht an. Möglicherweise wäre ein Mini-Tramp, ein Rebound heißt das, schon eine sehr, sehr gute Empfehlung.
auch einen etwas forcierten Spaziergang, so dass man sieht, der Atem, der kommt jetzt zum Zug. Man merkt dann bald selber, wann man genug hat, auch Radfahren, auch mal hin und anfangen mit Liegestützen, das kann man dann eben halt steigen. Man sollte nicht gerade mit 120 Liegestützen anfangen, sondern einfach, man kann das auch in Blöcke, also ich mache jetzt täglich Blöcke zu 20 Liegestützen und habe ein Ziel von 100 bis 140 Liegestützen jeden zweiten Tag. Das tut mir unheimlich gut und ja, ein Trainingsprogramm, wo man seine Vitalität behalten kann, die ist immer angesagt und mit solchen Dingen ist man nicht an die ans schöne Wetter. Natürlich kann man das genießen und einsetzen, das schöne Wetter, wenn es da ist, wenn es regnet, dann hat man keine Entschuldigung, nichts zu tun. Und das finde ich unheimlich wichtig, denn dadurch wird jede Zelle angeregt, widerstandsfähig zu werden und man verhindert eben auch, dass der Körper sich übersäuert. Nicht nur die Bewegung hat Rhythmus, sondern alles hat einen gewissen Rhythmus, so auch das Leben, die Gezeiten des Meeres und so weiter. Ich will jetzt hier nicht sagen, man sollte jeden Tag genau so aussehen lassen wie der vorhergehend, um Gottes Willen, nein. Aber was ich hier meine mit Rhythmus ist natürlich, dass man nicht die Nacht zum Tag macht, den Tag zur Nacht oder das Ganze aufmischt, sondern dass man sich genügend Schlaf gönnt, dass man bei Dunkelheit wäre sehr gut, man würde schlafen, bei Licht ist sehr gut, man würde wach sein, denn das Licht bringt über die Augen eine Reaktion in der Hypophyse, dass eben der Körper Serotonin produziert, das ist das Hormon, was dann eben den Sympathikus, also das aktive Leben bewegt und aufweckt. Und die Dunkelheit, bei Dunkelheit, dann verändert sich dieses Serotonin zu Melatonin und dann wird man müde, man wird ruhig, der Parasympathikus schaltet ein. Und man hat mal Tests gemacht und hat gesehen, dass der Schlaf vor Mitternacht wesentlich besser sei als der nach Mitternacht. Nur unser künstliches Licht hat es uns ermöglicht, eben den Tag zur Nacht und die Nacht vor allem eben zum Tag machen zu lassen. Und ich mag mich ja noch erinnern, als ich so im jugendlichen Alter war, da hat man gearbeitet, von morgens 9 Uhr hat man gearbeitet, dann am Mittag ist man schlafen gegangen, weil eben da hat man Zimmerstunde gehabt, in der Lehre vor allem und dann als Koch. Dann kommt der Abend, man geht um 5 Uhr wieder arbeiten bis 9, halb 10 Uhr und dann geht man in den Ausgang. Dann will man noch etwas vom Tag haben, außerhalb der Küche, außerhalb des Hotels und so weiter. Und dann wird es so irgendwann gegen Morgen. Ich habe festgestellt, die meisten Jugendlichen und viele erwerbstätige Erwachsene leiden unter chronischem Schlafmangel. Schlaf bedingt natürlich dann auch das Wachsein. Und es gibt im Englischen so einen Satz, der heißt early to bed, early to rise makes a human wealthy, healthy and wise. Das hat schon etwas. Das heißt also früh zu Bett, früh wieder aufstehen und das würde einen Menschen gesund, weise, reich machen. Also gut, eben da den Rhythmus einhalten, dass man sich doch einen gewissen Rhythmus gibt, Schlaf-Wach-Zustand, dass beides seine Zeit hat und dass man Aktivitäten und wieder die Ruhephase hat, wie beim Ein- und Ausatmen. Und ja, das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt kommen wir zum Punkt 7. Und der Punkt 7, den erachte ich als ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
So was sind die positiven Eigenschaften in einem Gemütsleben? Das sind Zufriedenheit, das ist Glücklichkeit, das ist Trauen, Sicherheit, auch Selbstbewusstsein. Ich habe gerade eben etwas gelesen, dass Menschen, die mangelndes Selbstbewusstsein oder eher sich selber als minderwertig erachten, dass die auch mit ihrem Gemüt, dass das einen sehr, sehr gravierenden Einschnitt im negativen Bereich auf die Gesundheit hat und vor allem, dass diese Menschen sich sehr gerne überschätzen, dass sich diese Menschen auch sehr gerne zu stark in Szene setzen, leider dann aber eben nicht immer zu ihrem Vorteil. Ein ausgeglichenes Gemüt, das bringt uns auch zu Maximalleistungen, wenn die benötigt werden. Die bringen uns dazu, dass wir uns eben auch bewegen und auch etwas leisten für unsere Mitwelt, für unsere Mitmenschen, für unsere Mitlebewesen. Das ist ein sehr, sehr grundlegender Faktor. Auch das Gemüt, das geht über das Gehirn. Das Gehirn ist natürlich die Schaltzentrale unseres Körpers. Oder sagen wir mal, eine der wichtigsten Schaltzentrale. Da gibt es noch andere, die eben die Informationen verteilen. Und über die Informationen, da werde ich nachher noch ein separates Video. Und das ist sehr, sehr wichtig. Man sollte auch achten, dass die Gneme, das ist das, was wir als der Speicher bezeichnen in unserem Bewusstsein. Das ist das, was wir eben, ein Mensch zum Beispiel, der sehr viele negative Erfahrungen in seinem Leben hat, der hat das immer bereit, das ist immer da. Und diese negativen Erfahrungen, wenn man die nicht ins richtige Licht rückt in sich selber, wenn man die nicht einordnet, und diese negativen Verhaltensmuster, die daraus entstehen, nicht in Ordnung bringt, dann werden die immer negativ an die Oberfläche treten, ohne dass man sich dessen unbedingt bewusst sein muss. Aber achten wir doch mal darauf, dass viele Dinge, die wir tun, tun wir, weil wir etwas vermeiden wollen. Viele Wahlmöglichkeiten oder die wir haben, wenn wir wählen, dann achtet mal selber darauf, wählen wir das, was wir nicht wollen, also das heißt, das, was wir, geht unsere Wahl dahin, was wir vermeiden möchten, wählen wir etwas, weil wir das andere nicht wollen und so weiter. Es ist dann ein Weg von und nicht ein Hinzu. Und das ist sehr wichtig, dass unser Gemüt im Reinen ist, dass wir mit dem, mit unserem Speicher im Reinen sind, dass wir die richtigen Informationen richtig verarbeiten, nämlich zu unseren Gunsten, das heißt zur Ausgeglichenheit unseres Gemüts. Das ist so eminent wichtig. Eben über die Informationen fange ich jetzt im Moment schon gar nicht an zu reden, weil das ist eine Fülle in sich selbst. Und da muss man darauf achten, das kann sogar ein belastetes Gemüt, das kann den Körper übersäuern, selbst wenn man gesund ist. Und ein übersäuerter Körper, der ist natürlich sehr, sehr sowohl unfallanfällig, das weiß man vom Sport, und auf der anderen Seite ist er natürlich auch anfällig für äußere Einflüsse, für innere Einflüsse. Gerade Dr. Beschamp und Dr. Young, die haben das wunderbar gezeigt, dass ein übersäuerter Körper, der bringt natürlich Viren, der bringt Bakterien, der bringt aus dem Blut heraus, haben die gesehen, die bringen Pilze, um diese Säure dann wieder zu neutralisieren und so weiter. Das ist natürlich dann belastend. Und ich gehe mal ganz kurz durch. Diese Punkte wollen wir mal anschauen, zusammengezogen. Eine gesunde, lebendige, vegane Ernährung und das in möglichst hohem Ausmaß, ein gesundes Wasser im kolloidalen Zustand und was dazu gehört, ein guter Atem, eine gute, gesunde Atemfrequenz, eine
Umwelteinflussnahme, die positiv auf uns wirkt, wie wir sie gesehen haben. Gesunde Bewegung, fördernde Bewegung, fordernde Bewegung, die nicht übermäßig ist, also nicht überheblichen Sport und so weiter. Einen gesunden Rhythmus, auch im Tag-Nacht. Und ein gesundes, ausgeglichenes Gemüt. Das bringt uns zu einer gesunden Lebenskraft. Und eine gesunde Lebenskraft ist Voraussetzung, dass wir gesund, leistungsfähig, widerstandsfähig sind und mit dieser Welt gerade jetzt, wie sie so aussieht, wunderbar zurechtkommen, uns nicht einschüchtern lassen, sondern guten Mutes unsere Arbeit tun, unsere Sache tun. Und wenn wir das auf die Reihe kriegen, dann ist das Weltgeschehen schon vorbereitet und ich wünsche jedem Einzelnen eine gute und lebendige Gesundheit. Macht es euch zu Nutzen. Urs Hochstrasser, Dankeschön.